Wer bist du? Mal gucken, wie ich das beantworten werde. Also, wer bist du? Wenn wir den Auftrag des Orakel von Delphi ernst nehmen, dann müssten wir ja irgendwann mal dahin kommen, das beantworten zu können. Jetzt kann es aber auch sein, dass das Orakel von Delphi uns ausgetrickst hat und wir überhaupt nicht die Erkenntniswerkzeuge haben, um das zu erkennen. Gretchens Gast. 1000 Folgen. Fast. Wenn wir 10-mal nochmal das machen, was wir bis jetzt gemacht haben, dann haben wir es geschafft. Und dann geht es trotzdem noch weiter. Ich will unermüdlich weitermachen und mich für den guten Dialog engagieren. Da gebe ich nicht auf. Insofern bin ich nicht überrascht, dass ich hier jetzt mit 100 Folgen stehe. Das ist meine Leidenschaft. Wer mich kennt und zuschaut und dabei ist, weiß, das ist eine große Passion. Und wir haben einfach noch viel zu tun. Also ich hoffe, ihr alle kümmert euch da draußen auch um den guten Dialog. Ich will einfach Inspiration geben, wie es gehen kann, dass man sich versteht, dass man zu den Gedanken des anderen wirklich vordringen will, dass man gemeinsam weiterdenkt, miteinander empfindet, aufeinander eingeht, Empathie nachempfinden, mitempfinden. All das, was ein guter Dialog braucht, gibt es auch bei Gretchens Gast. Und ich danke euch fürs Mitdabeisein, fürs Kommentieren, fürs Abonnieren, fürs Liken, fürs Mitdenken, Weiterdenken, Mitempfinden, für all das, was ihr beitragt, dass es diesen Kanal gibt. Und ich danke meinen Gästen, denn ohne die gibt es diesen Kanal auch nicht. Wir sind ein Dreierteam, sozusagen. Ihr da draußen, meine Gäste und ich halten dieses ganze Ding am Laufen und ja, ich freue mich, dass meine Gäste da waren und ihre Themen mitgebracht haben und ihr Wesen, das mich sehr bereichert hat. Jedes Gespräch ist wie so ein, ja, es ist ein Eintauchen in eine ganz eigene Matrix, die jeder so mitbringt. Und wenn wir darauf weiter neugierig sind, dann ist das sowieso die Grundvoraussetzung für einen gelungenen Dialog, wirklich auf den anderen gespannt und neugierig zu sein. Ja, die Matrix. Ich falle sowieso gerne raus aus der Matrix. Das heißt, ich probiere in meinem Leben oft Dinge aus, wie es neu gehen kann. Ich habe in meinem Kopf einige visionäre Konzepte, so war ich schon als Kind und denke mir, okay, wie kann Welt anders gehen? Und ich bin überzeugt, dass wir vieles, was wir so jetzt, was für uns üblich ist, auch verlassen müssen dafür, um wieder was Neues aufzubauen. Und ich bin ein bisschen allergisch grundsätzlich gegen Jubiläen und zu sagen, okay, jetzt sind welche 50 Jahre verheiratet und das muss jetzt gefeiert werden. Und ich denke mir, warum nicht 48 Jahre oder 52? Also, und so könnte es ja bei Gretchens Gast auch sein, warum jetzt die 100? Irgendwie habe ich mir gedacht, gut, mache ich halt jetzt mal in dieser Matrix mit und gestalte die 100. Folge anders als andere. Wobei, ich habe auch einen Gast. In diesem Fall habe ich Gretchen eingeladen. Ja? Also man kann es nennen, was ich heute vorhabe, in dieser Jubiläumsfolge eine Selbstbefragung. Ich weiß nicht, wo es hinführt, weil ich mache das jetzt live vor Kamera natürlich, wie ich immer alles live mache und ungeschnitten, auch mit meinen Gästen. Da wird nicht reingegrätscht, sondern der Dialog so gezeigt, wie er gerade in diesem Moment stattfindet. Also es ist eine unmittelbare Momentaufnahme, die ich auch jetzt im Angebot habe. Jetzt gibt es ja aus Griechenland einen Auftrag, der heißt, erkenne dich selbst, hat uns das Orakel von Delphi mitgegeben. Und ich frage dich jetzt, Gretchen, ableitend von dem Orakel von Delphi-Auftrag, wer bist du? Mal gucken, wie ich das beantworten werde. Also, wer bist du? Wenn wir den Auftrag des Orakel von Delphi ernst nehmen,
dann müssten wir ja irgendwann mal dahin kommen, das beantworten zu können. Jetzt kann es aber auch sein, dass das Orakel von Delphi uns ausgetrickst hat und wir überhaupt nicht die Erkenntniswerkzeuge haben, um das zu erkennen. Ich hatte diesen Gedanken schon über die ganzen Jahre und dann hatte ich ein Interview mit Josef Hader und der sagte genau das, was ich auch schon immer mir so zurechtgelegt habe, ob das nicht Trick ist des Orakels, dass es sagt, Mensch, du musst einmal dahin kommen, zu sagen, eigentlich kann ich überhaupt nichts über mich sagen. Und wenn ich jetzt die Frage beantworten wollen würde, wer bin ich, habe ich keine Antwort. Also nicht in dem Sinne, es gibt ja viele Menschen, die dann so sagen, ich bin das, ich bin temperamentvoll, ich bin Journalist, ich bin gut im Tennis oder was auch immer. Sagt es aber letztlich etwas über uns aus? Viele würden ja sagen, ja, natürlich, weil dann weiß ich, was dir gefällt, dann erfahre ich mehr über dich. Aber ich bin mir gar nicht so sicher. Also ich wäre sehr vorsichtig mit Selbstaussagen, also auch mich betreffend, denn ich bin ja gerade gefragt, aber auch wenn Menschen auf einer Feier stehen und so ganz sicher aufzählen, was sie alles sind und wer sie alles sind, dann interessiert mich mehr, wie Max Frisch ja sagt, was im Weiß zwischen den Zeilen steht, also was in dem Raum zwischen den Worten, das nicht gesagt wird, vermittelt wird. Und ich glaube, dass darin mehr Wahrheit liegt. Also, dass wir das, was wir sind, gar nicht in Worte fassen können, sondern nur eine, was heißt nur, ja, einfach mal die Worte weglassen. Einfach mal ist natürlich auch schon wieder so leicht gesagt. Aber letztlich ist es auch ganz einfach. Nur wir haben uns daran gewöhnt, alles in Worte fassen zu wollen, alles dialogisch aufarbeiten zu wollen. Das will ich ja auch bei Gretchens Gast. Und letztlich, und die Rückmeldung bekomme ich ja auch immer wieder von euch, dass ihr sagt, nee, in dem, was du nicht sagst und was die Gäste nicht sagen, da liegt auch etwas an Wahrheit, an Weisheit, an etwas, eben dieses Nonverbale, was sich vermittelt, was eine Erkenntnis in sich birgt. Wer ich bin, können vielleicht auch viel mehr die anderen beantworten. Vielleicht ist das auch die Wahrheit. Denn sind wir nicht letztlich für die anderen auch immer wieder anders erfahrbar? Also hat nicht jeder von uns, also von denen, die wir kennen, eine Information über uns in der Hand, die dann in der Summe etwas über uns sagen könnte. Aber vielleicht stimmt es ja auch nicht. Denn was mich sehr beschäftigt, ist, dass wir als Menschen dazu neigen, die anderen als Projektionsfläche zu nutzen und unsere Bilder, unsere Vorstellungen auf diese Person, weil sie etwas auslöst in uns, dass diese Bilder evoziert, dann eben projizieren. Und das ist natürlich, also für mich ist es eine traurige Sache, weil das würde ja bedeuten, dass die Frage, wer bin ich, überhaupt nicht beantwortet werden kann von niemandem. Und das ist eben vor allem das Traurige daran, wir überhaupt nicht in eine Begegnung kommen, weil wir dauernd damit beschäftigt sind, auf den anderen was zu projizieren, was aber der gar nicht ist, sondern das sind unsere Bilder. Und insofern komme ich dem ja nie nahe, weil ich andauernd mit dem Bild kommuniziere, das ich von jemandem habe. Kann man alles hinterfragen, muss man auch alles hinterfragen. Aber das wäre jetzt erstmal die Antwort auf diese erste Frage. Ich habe mir überlegt, dass wir die vierkantischen Fragen durchgehen könnten. Kant hat ja vier elementare Fragen formuliert, die ich mir jetzt zur Selbstbeantwortung
Befragung anbieten möchte. Also was kann ich wissen? Was darf ich hoffen? Was soll ich tun? Was ist der Mensch? Deshalb die erste Frage an mich und auch an euch, denn ich freue mich über eure Kommentare. Ihr seid herzlich eingeladen zu dieser Selbstbefragung, sie auf eure Weise zu beantworten, denn ich bin Fan von Selbstreflexion und wenn es eine Einladung ist und ihr sie annehmt zur Selbstreflexion, dann wer weiß, wohin das führt und welche Erkenntnis es bringt und was es dann auch wieder mit eurem Umfeld macht. Denn ich glaube, alles, was wir mit uns veranstalten, um es so lapidar zu sagen, wirkt ja natürlich auch wieder auf die anderen und macht was mit denen. Und Selbstreflexion ist sowieso das A und O, weil, und das dann auch auszusprechen, damit auch viel, ja, viel im Dialog passieren kann, was dann rausgeht aus diesem Recht haben. Denn wenn jemand sich selbst reflektiert, dann weiß er auch, hoffentlich weiß er es, dass er auch immer im Irrtum sein kann. Wer sich nicht selbst reflektiert, der geht auch immer davon aus, dass er dauernd im Recht ist. So, Selbstreflexion ist für mich auch eine wichtige Basis für den guten Dialog. Auch zu wissen, was kann ich leisten, was kann ich nicht leisten. Impliziert natürlich auch, ja, und jetzt seht ihr schon, und ich finde es gut, dass es einen Widerspruch gibt, denn Selbstreflexion impliziert ja, dass ich etwas über mich herausfinden kann. Und jetzt habe ich gerade beantwortet, vielleicht kann ich gar nichts über mich wissen. Wie soll ich mich dann selbst reflektieren? Das wäre auch so eine Frage. Und vor allem, wohin führt denn das Selbstreflektieren? Weil was ich beobachte, dass es da auch eine Gefahr gibt und dass es kippen kann. Ja, die Selbstreflexion kann auch in so eine Art Solipsismus ausarten. Also, dass man nur noch um sich selbst kreist. Und was passiert dann? Man vergisst die Welt um sich herum. Und in den heutigen Zeiten nicht nur, denn es gab ja immer Menschen, die Visionen hatten über die Welt. Aber ich denke, gerade jetzt ist so viel im Umbruch, zumindest in meiner Wahrnehmung und auch in der vieler, dass wir da auch gefragt sind mit Visionen, dass wir uns anbieten können als Menschen, die etwas für diese Welt wollen und die Welt in eine Richtung bringen wollen, in der wir alle gut leben können. Dass alles, was wir tun, dem Menschen dient. Ja, und ich, wenn wir zu sehr uns verlieren in diesem Ganzen, was ja auch durch einen Hyperkonsum von Coaching-Angeboten, von Selbsterfahrungsseminaren, die ich gar nicht kritisieren möchte, ich möchte nur die Dosis mit euch besprechen, dass man dann nur noch mit sich selbst beschäftigt ist, sich um sich selbst dreht und im Außen, das Außen aus dem Auge verliert. Und ich glaube nicht, dass das die letzte Antwort ist, nur noch bei sich zu sein. Ja, es gibt diesen Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also würde mir dann jemand antworten, ja, aber ich muss ja irgendwas in mir generieren, was dann auch wieder nach außen geht. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich sehe das sehr kritisch, weil es sehr schnell kippen kann. Und für mich, das ist ja hier eine Selbstbefragung und auch eine Selbstbeleuchtung, ist das Außen entscheidend. Also ich wollte immer schon Gestalter sein von Welt und unterwegs sein, um die Welt zu einem anderen Ort zu machen, zu einem Ort, wovon ja viele sprechen, die das Herz am richtigen Fleck haben, dass es ein Ort der Güte ist und der Freiheit und des Friedens. Und ja, diese Visionen haben Menschen schon seit Jahrhunderten und irgendwie kriegen wir es nicht hin. Vielleicht kriegen wir es alle jetzt auch nicht hin, aber daran weiter denken und weiter empfinden, finde ich, für mich ergibt es viel, was mich ausmacht. Oder ich sehe darin etwas, was Perspektive hat, was sich lohnt, auch wenn es sehr mühsam an manchen Stellen erscheint.
Jetzt aber zu den kantischen Fragen. Was kann ich wissen? Ich denke, manche rechnen sowieso jetzt schon damit, dass ich sage, ich weiß, dass ich nichts weiß, der bekannte Ausspruch. Ja, was kann ich wirklich wissen? Für mich ist, ich wüsste gar nicht, ob ich dasselbe jetzt sagen würde, wenn ich mich nicht seit meinem 13. Lebensjahr mit Philosophie beschäftigt hätte. Die Philosophie hat mich gelehrt, dass ich alles immer wieder in Frage stelle. Also dieses Ich denke, also bin ich von Descartes, cogito ergo sum, ist ja abgeleitet in seinem Ursprung von Ich zweifle, also bin ich. Also das war der Ursprungssatz von Descartes. Er hat alles in Frage gestellt und ist irgendwann mal drauf gekommen, dass der Zweifel das Einzige ist, was Bestand hat. Und weil der Zweifel dem Denken zugeordnet ist, lautet der Satz: Ich zweifle, also bin ich. Und dann eben in der Übersetzung oder in der Weiterführung oder Überschrift: Ich denke, also bin ich. Was kann ich also wissen? Ich bin dabei Descartes, dass ich auf jeden Fall weiß, dass ich alles anzweifeln kann und dass ich alles anzweifeln muss und soll. Der Zweifel, der Irrtum ist für mich das Entscheidende, dass ich in Bewegung auch bleibe. Also wenn ich jetzt sage, was kann ich wissen, impliziert es ja, dass ich etwas Bestehendes brauche, um mich vielleicht auch sicher zu fühlen. Denn wenn wir jetzt in einer Welt wären, in der wir nichts fest wüssten, würde ja die Welt sehr fragil und würde auseinanderbrechen und gäbe uns vielleicht keine Sicherheit, keine Heimat. Also ist Wissen etwas, über das ich mich auch heimisch fühlen kann und auf eine Weise beschützt in dieser Welt. Also zu wissen, dass morgen die Sonne wieder aufgeht. Allerdings bin ich auch bei denen, die sagen, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, aber ganz sicher kann ich davon nicht ausgehen. Und man kann natürlich das sehr weit treiben und wer Philosophie betreibt, der kennt das, dahin zu gehen, zu sagen, okay, ich kann jetzt auch nicht sicher wissen, dass diese Kamera da steht, dass ich hier sitze, dass ich überhaupt bin, das hört sich natürlich abgefahren an. Und es gibt genug, die mir jetzt zurufen, doch, ich weiß doch genau und ich sehe dich und so weiter und so fort. Für mich ist dieses, dass ich es nicht wissen kann und dass ich mir nicht sicher sein kann, anders als vielleicht für viele, genau das, was mich wohlfühlen lässt auf diesem Planeten. Weil indem ich zweifle, indem ich was in Frage stelle, indem ich überhaupt nicht in Sicherheit mich aufhalte, gibt es ja eine Bewegung. Also da geht es ja dann immer, immer, immer weiter. Weil nichts Bestand hat, weil alles im Prozess ist. Und jetzt die zweite kantische Frage, die da heißt: Was darf ich hoffen? Ich finde es interessant, bevor ich die Frage jetzt an dich weitergebe, dass er das mit darf verbindet. Also, dass man etwas, das einem erlaubt ist, zu hoffen. Also er sagt ja nicht, was soll ich hoffen? Es hat nicht so was Zwingendes wie das Wort darf. Und ich möchte wissen, von mir selber jetzt wissen, wie ich das weitergehend beantworte. Was darf ich hoffen? Es gibt eine Allergie bei mir gegen das Wort hoffen,
Weil, und ich erkläre das an einem Beispiel, Hoffen trügerisch ist. Also weil Hoffen auch etwas ist, mit dem man Leute in ein Verderben lockt. Soldaten zum Beispiel gehen ja nur in den Krieg, also nur in den Krieg, aber mitunter gehen die in den Krieg, weil sie Werte haben, für die sie einstehen wollen, die haben da einen Grund, aber auch mit der Hoffnung natürlich, dass sie lebend da wieder rauskommen. Man kann ohne die Hoffnung niemanden in den Krieg schicken. Ja. Also ich glaube, dass jemand jetzt sagt, außer da ist jetzt irgendwie ein suizidaler Wunsch vorhanden, ich gehe in den Krieg, um da umzukommen, wird nicht so groß sein, die Wahrscheinlichkeit. Gut, das kann man jetzt psychoanalytisch deuten, ob man dann doch unbewusst die Zerstörung will, weil man in den Krieg geht. Da kann man in viele Bereiche noch abweichen. Hoffen an sich ist mir, also wenn wir jetzt diesen Spruch nehmen aus dem Korintherbrief, Glaube, Liebe, Hoffnung, von denen die stärkste ja die Liebe ist, aber die Hoffnung wird eben auch erwähnt neben dem Glauben, dass das so drei große Kräfte sind. Ich weiß nicht, für mich ist Hoffnung immer so etwas, was auch ein bisschen mit einer Ohnmacht zu tun hat. Oder vielleicht sogar, wenn ich es ganz stark kritisieren oder ja, kritisieren, weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, wollte, dann hat es auch mit so einer Träumerei zu tun. Ja, ich hoffe, dass es einen Weltfrieden gibt. Ich will weniger hoffen, als dass ich überzeugt sein will, ja, dass es das geben wird. Das hat für mich sowas, ich glaube daran, vielleicht so. Für mich ist das Wort Glaube kein schwaches Wort, sondern ein sehr starkes. Ich hoffe, ist dann wie so eine Abschwächung jedes Satzes. Und da sind wir jetzt wieder in dem Bereich, wenn ich jemanden anders hätte mit einer anderen Gedankenmatrix, einer anderen Erfahrungswelt, der würde mir jetzt ganz was anderes sagen. Aber ich kann ja nur jetzt gerade mit mir den Dialog führen und weiß natürlich, dass für viele Hoffen auch ein sehr, sehr starkes Wort ist. Für mich ist es das nicht. Was darf ich hoffen? Ich will dem trotzdem eine Chance geben, dem der kantischen Frage. Die dann am besten wohl mit dem kategorischen Imperativ, ja eben auch von Kant, zu beantworten wäre, dass man das hofft, von dem man hofft, dass alle es hoffen. Also, dass wir in diesem Hoffen eine Gemeinschaft sind. Eine Hoffensgemeinschaft oder wie man die auch nennen will. Und das dann herausfinden. Also, dass ich nur das hoffen darf, was auch alle hoffen. Wenn es so etwas ist wie Weltfrieden, was ich vielen unterstelle, dass sie das hoffen, und Frieden, dann darf ich das auch hoffen. Was soll ich tun? Ich gebe die Frage jetzt einfach mal ohne weitere Kommentare weiter an mich. Was soll ich tun? Naja, da sind wir auch beim kategorischen Imperativ. Dass man das tut, von dem man wollen kann, dass es ein allgemeines Gesetz wird. Nur ist die Frage, ob man es moralisch beantworten müsste.
Es erinnert auf jeden Fall ans Tun. Also es bleibt nicht beim Denken. Es sagt mir, okay, über das Denken hinaus muss es ja etwas geben, das sich dann in der Welt zeigt. Denn alles, was ich tue, zeigt sich ja ganz konkret. Jenseits dessen, Quantenphysik, dass Gedanken ja auch Welt beeinflussen. Davon bin ich auch überzeugt. Das Tun ist aber etwas, was beobachtbar ist, wo andere auch Zeuge sein können, wenn man nicht alleine ist. Also steckt in der Frage für mich auch eine Aufforderung oder auch, vergiss diese Ebene nicht, es geht auch ums Tun. Ja, nur im Gedanken, ausschließlich im Gedanken, kann der Mensch nicht bleiben. Er ist auch ein Tuender. Und wenn ich mich jetzt frage, was soll ich tun, komme ich als allererstes auf die Kongruenz, also dass diese beiden Ebenen des Denkens und des Tuns übereinstimmen. Also dass das, was ich sage, auch das ist, was ich tue. Und wenn das so ist, dann bin ich mit mir selber in einem Einklang. Und ich weiß von mir, dass ich ein Mensch bin, der sehr, sehr, sehr genau hinschaut, ob Menschen das, was sie sagen, auch tun. Ich merke, dass das bei mir dann viel auch mit Vertrauen zu tun hat, wenn ich merke, ja, da gibt es eine Übereinstimmung. Und dann auch sehr argwöhnisch bin, wenn ich merke, okay, der sagt immer das, macht aber was ganz anderes. Und ich weiß von mir, dass ich streng bin. Na, jetzt sind wir wieder. Ich weiß von mir. Jetzt komme ich auch mit so Thesen, haue ich jetzt raus über mich, obwohl ich vorhin gesagt habe, ich kann gar nichts wissen. Ja, ich würde über mich jetzt sagen und sage es jetzt auch, dass ich streng bin und mit mir auch streng bin, zu gucken, ob ich das, was ich nach außen gebe an Slogans, Parolen, Sätzen, auch selber erfüllen kann. Oder ob ich das nur so daher sage und dann will ich es nicht sagen. Weil wenn ich es nur so daher sage und selber nicht erfüllen kann, was soll das auch? Ja? Und es gibt ja diesen Ausspruch, an den Taten werdet ihr sie erkennen. Also es hilft mir nichts, selbst wenn ich glaube, dass Gedanken auch viel Früchte tragen können, das aber ausschließlich in den Gedanken zu belassen, sondern eben daraus in etwas zu kommen, was ja dann wieder was anderes anstößt, indem ich draußen etwas tue und ein anderer reagiert und so weiter und so fort. Ganz konkret gesagt, ich kann mich nicht dahin denken, wenn ich jetzt sage, okay, ich stelle mir jetzt vor, ich gebe dem Bettler, dem Obdachlosen ein warmes Essen, Geld und das denke ich mir jetzt, das ernährt ihn nicht. Ja? Da brauche ich das Tun. Und ja, da könnten viele Politiker sich mal an die eigene Nase fassen, denn da erlebe ich auf breiter Ebene, dass es sehr viele Lippenbekenntnisse gibt, um das mal jetzt so ganz freundlich zu formulieren. Ich bin in guter Stimmung. Die vierte Frage wäre, was ist der Mensch? Der Mensch, der Homo sapiens. Ich gebe mal so erste Gedanken rein, die ich dann nochmal weiter führen kann. Mir fällt als erstes Hans Blumenberg ein, weil wesentlich ist ja, wie wir wissen, der aufrechte Gang, der Gang auf zwei Beinen, konstant. Und dass der Mensch sich so bewegt durch die Welt, bedeutet, so hat es Hans Blumenberg in der Beschreibung des Menschen einmal erläutert, dass er gesehen werden will. Der Mensch ist also jemand,
wenn man diesen Gedanken weiterverfolgt, der wahrgenommen werden will, der sich zeigen will und der in seinem Zeigen auch gespiegelt werden möchte. So, als erste Assoziation. Mal schauen, wohin ich noch komme bei der Frage, was ist der Mensch? Ich gebe mal die Frage jetzt hier an mich weiter. Da kommen wir natürlich in den Bereich der Unterscheidung zwischen Mensch und Tier, wobei ja vieles widerlegt ist und das Tier ja lange Jahrhunderte der Abwertung hinter sich hat und der Mensch lange Jahrhunderte der Hybris und Überhöhung. Letztlich ist ja auch der Mensch ein Tier von vielen. Ich finde, sehr wesentlich für den Menschen ist seine Fantasiebegabung. Also, dass er sich Dinge ausdenken kann, dass er sich auch in, je nachdem, das ist wieder eine andere Diskussion, ob es Zeit gibt, das ist ja auch nicht so klar, wie wir denken, dass es klar ist. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, es gäbe so etwas wie Zeit und Zukunft und Gegenwart und Vergangenheit, dann kann der Mensch sich ja in verschiedene Bereiche auch per Fantasie, in verschiedene Zeitbereiche, ja, vor allem in die Zukunft, muss er ja auch per Fantasie bewegen. Oder gerade was Visionen betrifft, brauchen wir ja auch die Fantasie. Und wir brauchen die Fantasie auch für uns selber, ja, wenn wir sagen, okay, ich habe ein Ideal von mir, das male ich mir jetzt aus und das ist für mich auch lohnenswert, da eine Entwicklung zu nehmen, dann entwerfe ich ja etwas in meiner Fantasie. Und die Fantasie führt uns natürlich auch wieder zu den Projektionen, was ich anfangs sagte, dass wir vielleicht immer nur Fantasien über den anderen haben und den gar nicht richtig erkennen können oder wollen. Und ich denke, das ist ein wesentliches Merkmal für mich, was den Menschen ausmacht. Was ist jetzt noch da, was ich mit euch teilen möchte? Ein Gedanke, der mich sehr beschäftigt, ist gerade das Werden. Also es gibt ein wunderbares Buch, in dem ich jeden Morgen lese von Nietzsche, Die Unschuld des Werdens. Allein schon den Titel finde ich großartig, weil ja auch darin steckt, dass, ja, dass es noch so etwas gibt, was jenseits der Bewertung liegt, weil im Werden können wir noch nicht fertig sein. Wir können es ja nicht mal erfassen. Damit setzt sich auch Nietzsche auseinander und ich empfinde alle seine Gedanken als eine große Einladung an mich selbst weiterzudenken. Und das ist für mich Philosophie vor allem auch, dass ich immer wieder neue Impulse kriege, um das Denken am Laufen zu halten und aus diesen Impulsen jetzt nicht das nachzubeten, was irgendein Denker sagt, sondern meine eigenen Gedanken mir zu machen. Das ist wie so ein Dauerjogging fürs Gehirn. Und das Werden, also man kann jetzt sagen, okay, das Werden ist der Zwischenraum zwischen Nichts und Sein. Und womit sich Nietzsche beschäftigt ist, dass wir das Werden nicht beobachten können. Also, dass etwas wächst, können wir in einem gewissen Maße sehen, aber wir sehen ja dann immer nur das, was dann gewachsen ist. Ja? Und im Zwischenmenschlichen, Dinge, die entstehen, die ja jetzt auch schon wieder in mir entstehen. Also, etwas in mir ist ja auch schon wieder am Werden, nur ist das jetzt noch nicht wahrnehmbar, sondern dann erst, wenn es geworden ist. Und das ist so ein
Feld, in dem ich mich jetzt gerne gedanklich aufhalte, weil mich das unglaublich fasziniert, das Werden, weil es nicht beobachtbar ist in diesem ganz feinen Sinne, wie das Werden stattfindet, so gesagt. Ja, weil wir sind immer mit Bestehendem umgeben und selbst bei der Pflanze. Ich habe einen tollen Satz, denn so wie ich mit Nietzsche aufwache jeden Morgen und in Nietzsche lese, gehe ich mit Peter Handke schlafen und lese in einem der vielen Handke-Bücher. Und dazwischen lese ich auch ganz viele andere Bücher. Aber das sind jetzt gerade meine Konstanten seit Monaten. Der hat geschrieben, dass er sich mal unter einen Kirschbaum gesetzt hat mit der Intention, die Kirschen wachsen zu hören. Oder reifen zu hören, vielmehr. Und das finde ich so ein starkes Bild. Also für mich hat dieser ganze Raum des Werdens etwas sehr Geheimnisvolles. Auch wann, wir können ja die Frage selten beantworten, ja, wann beginnt eine Freundschaft? Wann nehmen wir den ersten Kuss? Wann geht das los? Ja, man könnte sagen, ja, indem, dass beide beschließen, sich jetzt zu küssen. Aber man sieht es ja nicht. Und vielleicht hat der eine das ja beschlossen, was heißt auch beschlossen, die Sehnsucht danach gehabt vor 2 Wochen und der andere vor 2 Tagen. Und es sind ja unterschiedliche Prozesse, die sich dann irgendwann mal treffen. Und dann ist der Kuss das, was dann wahrnehmbar ist, bis er geworden ist. Und wir können auch eben selten von einer Freundschaft sagen, jetzt ist der Anfang. Geht ja gar nicht. Und auch Gretchen hat, um den Kreis wieder zum Jubiläum zu schließen und jetzt in ein Ende zu kommen, Gretchen hat ja auch seinen Werdeprozess. Also Gretchen hat ja nicht mit der ersten Folge begonnen, sondern schon ganz früher in meinem Leben. Vielleicht habe ich ja schon mit 6 Jahren in mir Impulse gehabt, die dann dahin geführt haben. Und dass wir wachsam sind für das, was in uns wird. Ich glaube, da brauchen wir so ganz feine innere Sensoren, um das zu spüren und die weiter auszubilden. Das ist mir jetzt gerade, das interessiert mich jetzt gerade sehr. Und wenn ich wollte, könnte ich so viel noch mit euch teilen und so wird es aber auch sein. Ich habe einige Folgen schon natürlich im Kasten und für euch gedreht. Und wenn ihr sagt, mit diesem Gretchen hätte ich auch mal große Lust zu sprechen, dann bewerbt euch, kommt auf mein Sofa und dann legen wir los mit dem Thema deiner Wahl. Und wenn ihr Gedanken habt aus eurer Selbstbefragung, die ihr mit mir, mit uns allen teilen wollt, dann auch gerne in die Kommentare oder per E-Mail an mich. Die E-Mail ist in der Infobox. Also, auf geht's zu den nächsten Folgen von Gretchens Gast. Habt es gut und nochmal vielen, vielen Dank an euch. Das war die 100. Folge von Gretchens Gast.